Guten Abend zum Regional mit den Nachrichten für unsere und aus unserer Region heute am Donnerstagabend in Ihrem Mittelerzgebirgsfernsehen. Derzeit für hitzige Diskussionen sorgt vor allem ein Thema, das konträrer nicht sein kann. Unsere Praktikanten haben sich intensiver mit Folgendem beschäftigt. Agrarpolitik ist in letzter Zeit wieder ein polarisierendes Thema. Vor allem durch die Demonstrationen der Bauern und der Grünen Woche in Berlin. Wir haben Menschen zu ihrer Meinung auf dem Marienberger Markt befragt. Würden Sie mehr für ein Stück Fleisch bezahlen, womit das Tierwohl gefördert wird? Auf alle Fälle. Ja. Finden Sie richtig? Finde ich richtig, ja. Letztendlich muss der Bauer davon leben und das Geld soll er kriegen. Aber das soll nicht über eine Steuer sein, sondern ganz normal die Preise. Mhm. Und da müsste halt der Appell eigentlich mehr an Handel gehen und nicht an die Endverbraucher, wie es jetzt eigentlich immer kommuniziert wird. Weil der Endverbraucher kann ja den Preis nicht bestimmen. Ich kann ja nicht freiwillig sagen, ich zahle 10 Euro mehr. Geht ja nicht. Das Fleisch ist zu billig. Die Leute essen sowieso zu viel Fleisch. Also würden Sie lieber weniger Fleisch essen? Natürlich, ja. Tue ich eigentlich schon. Ja, schon. Ja, weil ich bin in der komfortablen Situation, halt mir das aussuchen zu können. Das kann vielleicht nicht jeder, aber ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass wir weniger Fleisch essen und halt auf mehr Qualität achten fürs Tierwohl. Wie finden Sie es aktuell? Ja, geht es nur um den Preis. Je billiger, desto besser. Ja. Auf alle Fälle, ich kaufe auch viel Bio, ob das jetzt Gemüse ist, die Gurken zum Beispiel und so. Meiner Meinung nach sind das alles leere Versprechungen, was die hier machen. Ich habe selber Viehzeug und ich fütter das ordentlich und verwerte das auch. Um Ihre Frage noch mal zu beantworten, solange es noch Geschäfte gibt, die nur billig verkaufen und welche, die teuer verkaufen, wird es nie was werden, weil die Leute immer dort hingehen, wo es am billigsten ist. Durch zu viel Dünger in Form von Gülle wird das Grundwasser mit Nitrat nach und nach verseucht. Was halten Sie davon? Also ich denke nach wie vor, dass ohne Düngung eine moderne Landwirtschaft nicht möglich ist. Was, wie viel zum Einsatz kommt, da kann ich nichts dazu sagen, da bin ich kein Fachmann. Ich meine, letztendlich dünge ich zu Hause meinen Garten auch, damit das so wächst, wie ich mir das vorstelle. Und was da wie zum Einsatz kommt, das müssen Fachleute entscheiden. Aber ich denke, ohne Düngung geht es nicht. Finde ich überhaupt nicht gut, weil man merkt ja an den vielen Krebsfällen hier in der Gegend. Und überhaupt, ich finde es nicht gut. Es sollte weniger gedüngt werden. Nee, das ist falsch, weil, wie gesagt, dann alles halt in den Nahrungskreislauf kommt, also in den Kreislauf, was wir essen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Zu DDR-Zeiten gab es ganz eindeutige Regeln. So und so viel Hektar, so und so viel Großvieheinheiten durften da gehalten werden. Und was jetzt gemacht wird, ist Raubbau. Weil die Preise sinken und die Landwirte so viel wie möglich Viehzeug großziehen müssen, damit sie ihr Auskommen haben. Das ist das Problem. Die Probleme müssen an der Wurzel angepackt werden und nicht so, wie die das machen. Tierwohle, lauter sich ein Blödsinn, dann sie da raushauen. Das ist meiner Meinung nach alles Quatsch. Geht die Politik Ihrer Meinung nach in die richtige Richtung mit dem Versuch nach mehr sauberem Trinkwasser, mehr Tierwohl, mehr Umwelt- und Klimaschutz? Und weniger Pflanzenschutzmittel. Ja, ne, auf alle Fälle muss da was getan werden. Das ist schon richtig. In aus beider Sicht. Ich meine, Umweltschutz ist das eine. Eine ordentliche Versorgung der Bevölkerung ist das andere. Und das muss irgendwie mal in Einklang gebracht werden. Und letztendlich müssen die Bauern davon leben können. Wenn es durchgesetzt wird, finde ich es gut. Bitte. Ja, finde ich gut. Aber die machen ja nichts. Also, die wollen, aber sie machen nichts. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Ja, unsere Jungs Aaron und Danny bleiben da am Thema dran. Mehr dazu dann nächste Woche. Unter anderem kommen da auch die Bauern zu Wort. Haber informiert über die Rücknahme des Kugelbahn-Ergänzungssets Bowling Fun. Wie das Unternehmen mitteilt, enthalten die weißen Linien auf den blauen Filzbahnen einen zu hohen Weichmachergehalt. Das Unternehmen bedauert, dass dies erst jetzt durch eine eigene Kontrollprüfung festgestellt wurde. Produktdetails Kugelbahn-Ergänzungsset Bowling Fun, Artikelnummer 304824.
Kunden, die diesen Artikel direkt über den Online-Shop auf www.haber.de gekauft haben, erhalten in Kürze eine Nachricht per Mail. Darin enthalten ist ein Rücksendeschein, damit sie die Ware kostenlos zurücksenden können. Neben der Gutschrift des Kaufpreises erhalten sie natürlich auch eine kleine Wiedergutmachung. Kunden, die über den Handel gekauft haben, können die Ware an ihren Händler zurückgeben. Gesundheitlich bedenkliche Inhaltsstoffe sind ein Thema, mit dem sich Sebastian Eberlein etwas genauer beschäftigt hat. Will man den Kindern doch eine Freude machen und kauft Spielzeug zum Zeitvertreib, zum Lernen, zum Spaß haben, dann sollte man auf gewisse Label achten, damit der Spielfreude auch langfristig nichts im Weg steht. Spielzeug kann aus unterschiedlichen Kunststoffen hergestellt sein. Einige Sorten fallen regelmäßig durch Schadstoffe auf, andere sind unbedenklich. Es gibt sehr viele verschiedene Kunststoffarten mit unterschiedlichen Eigenschaften. Ob ein Plastikspielzeug aus gesundheitlicher Sicht zu empfehlen ist, hängt vor allem von der verwendeten Kunststoffsorte und den Zusatzstoffen ab. Einige Hersteller geben freiwillig das Material des Spielzeugs an. Verpflichtet sind sie dazu leider nicht. Deutsche Gesundheitsstudien zeigten, dass die Belastung mit Weichmachern bei einem Teil der Kinder bereits zu hoch ist. Leider ist Phthalat-Weichmacher geruchlos und können durch sogenanntes Schnüffeln nicht entdeckt werden. Aber auch Abbauprodukte des Weichmachers DINCH sind zunehmend im Urin von Kindern nachweisbar. Also was tun bzw. worauf sollten Sie beim Kauf von Kinderspielzeug achten? Vorsicht bei billigen No-Name-Produkten aus weichem Plastik. Diese tauchen häufig wegen verbotener Weichmacher in Warnmeldungen auf. Aktuell sind Squeegees aufgefallen, kleine zusammendrückbare Spielzeuge aus weichem Kunststoff, die oft in Form von Törtchen oder Tierchen angeboten werden. Sie enthielten Chemikalien, die das Nervensystem oder die Leber schädigen können oder die Schleimhäute reizen. Vermeiden Sie PVC, indem Sie auf den Hinweis PVC frei achten. Fragen Sie im Laden oder den Internetanbieter nach der Art des Kunststoffs, wenn Sie auf dem Spielzeug selbst oder in der Produktbeschreibung keinen Hinweis finden. Der Hersteller ist gesetzlich leider nicht verpflichtet, das Material zu kennzeichnen. Wenn PVC unvermeidbar ist, sollten Sie auf den Hinweis phthalatfrei achten. Mit dem Spielgutzeichen versehenes Spielzeug ist laut Selbstauskunft der Hersteller frei von PVC. Eine Ausnahme bildet Elektronikspielzeug. Bevorzugen Sie Spielzeug aus PE, Polyethylen, PP, Polypropen oder ABS, Acrylnitril, Butadien, Styrol, Copolymer. Diese Kunststoffe kommen ohne zugesetzte Weichmacher aus. Älteres Spielzeug aus weichem Kunststoff, wie weiche Puppen oder Plastikfiguren, sollten Sie nicht gebraucht kaufen. Diese Schätzchen enthalten vielleicht noch schädliche Weichmacher, die seit mehr als 10 Jahren verboten sind. Olbernhau, aufhaltende Gefahren. Auf der Grüntaler Straße fuhr am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr die 41-jährige Fahrerin eines Opel auf einen verkehrsbedingt haltenden Skoda, der durch den Anstoß auf einen davor haltenden Ford geschoben wurde. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. An den drei Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 17.500 Euro. Olbernhau und Pockau-Lengefeld. Betrüger am Telefon ohne Erfolg. Am vergangenen Dienstag wurden der Polizei zwei versuchte Telefonbetrügereien im Zuständigkeitsbereich bekannt. Dabei hatte in einem Fall eine Betrügerin bei einer 73-jährigen Seniorin angerufen und sich als Enkelin ausgegeben, die aufgrund einer Notlage dringend eine hohe Geldsumme benötigen würde. Bei einem weiteren Betrugsversuch hatte sich ein unbekannter Anrufer bei einer Frau nach ihrer finanziellen Situation erkundigt. Beide Frauen ließen sich jedoch nicht beirren und legten auf. Die Polizei rät aus gegebenem Anlass, informieren Sie sich über diese Betrugsform, denn das kann jedem passieren. Und wenn Ihnen der Anruf verdächtig erscheint, dann legen Sie einfach auf. Kontaktieren Sie im Zweifel auch Ihre Angehörigen und ganz wichtig, in solchen Fällen unbedingt die Polizei verständigen. Lassen Sie sich Ihren Vornamen im Telefonbucheintrag abkürzen. Damit entziehen Sie den Tätern die Grundlage, möglicherweise auf Sie aufmerksam zu werden. Ja, eine solche Masche, die gibt es aber auch per Mail, wie am Dienstag bekannt wurde. Die Industrie- und Handelskammer Chemnitz informiert über
dubiose Mails der Organisation Transparenzregister e.V. IG. Bundesweit wurden Unternehmen von dieser Organisation per E-Mail angeschrieben. Die Adressaten wurden aufgefordert, sich unter der Website der Organisation in das Transparenzregister einzutragen. Richtig ist zwar, dass sich unter anderem GmbHs und OHGs in das Transparenzregister eintragen müssen. Dieses wird jedoch vom Bundesverwaltungsamt unter der Website www.transparenzregister.de geführt. Bei der E-Mail der Organisation handelt es sich somit nur um das Angebot zum Abschluss eines kostenpflichtigen Vertrages. Leider tritt diese Art von dubiosen Angeboten immer wieder auf. Zwischenzeitlich haben die Anbieter ihre Website geändert. In einer neuerlichen Mail behauptet die Organisation, man biete eine Dienstleistung im Rahmen einer Vereinsmitgliedschaft an. Allen Unternehmen kann man nur raten, derartige Offerten genau zu überlegen. Dennoch sollten alle Unternehmen prüfen, ob sie einer möglichen Pflicht zur Eintragung in das Transparenzregister nachkommen müssen. Sternenklar und frostig präsentiert sich der Donnerstagabend und die Nacht. Bei leichtem Wind mit um die 8 km pro Stunde aus zumeist Südost und einer Niederschlagswahrscheinlichkeit, die gegen Null geht, zeigen die Olbernhauer Thermometer Werte von minus 4 bis minus 2 Grad an. Auch in Marienberg zeigen die Quecksilber durchweg im Minusbereich an, nämlich zwischen minus 5 und minus 2 Grad Celsius. Die Zschopauer Einwohner, die ruhen in der Nacht auf Freitag bei um die minus 3 Grad. Sonne pur, kein Wölkchen in Sicht und leichter Wind aus südwestlicher Richtung. Das sind die Aussichten für morgen. Die Tagestemperaturen nach wie vor frisch. In Seifen rechnet man über den Tag mit Werten von minus 3 bis maximal plus 2 Grad. Ähnlich auch in Schönbrunn. Hier werden am Freitag zwischen minus 4 und plus 3 Grad Celsius erwartet. Und die Waldkirchner Thermometer zeigen zwischen minus 3 und plus 3 Grad an. Der weitere Ausblick auf das bevorstehende Wochenende. Samstag setzt sich dieser Trend fort. Viel Sonne, kaum Wolken und Niederschlag ist auch keiner in Sicht. Und die Tagestemperaturen bewegen sich zwischen minus 6 und plus 2 Grad Celsius bei leichtem Wind aus Südost. Sonntag dann im Einheitsgrau. Ab der Tagesmitte muss dann mit Regen gerechnet werden und das Ganze bei Tagestemperaturen zwischen minus 1 und plus 4 Grad Celsius und geringem Wind aus Süden. Das war's vom Regionalwetter. Mehr dazu und einen ersten vorsichtigen Ausblick auf den Start der neuen Woche dann morgen hier in Megional. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe der Nachrichten im Mittelerzgebirgsfernsehen angekommen. Wir sehen uns morgen zum Freitag pünktlich hier wieder. Und mehr von uns und alles zum nochmal anschauen finden Sie unter anderem online auf www.mef-lein.de und im laufenden Programm. Ich sage Tschüss, bis morgen und wünsche Ihnen eine gute Nacht mit den folgenden Aufnahmen von Patrick Zuell.